1000 Kilometer, 1 Million Schritte. Damit will ein junger Mann die Welt wachrütteln. Und zwar für die Probleme von Kindern, die auf der Flucht sind. Kinder, die in griechischen Lagern verwahrlosen, sogar vergewaltigt werden, sich das Leben nehmen. Der Hamburger Filmemacher Grigori Richters läuft seit genau einem Monat von Paris nach Berlin. Und er will erreichen, dass die Kinder nach Deutschland geholt werden. Gleich ist er bei mir im Studio. Paris, 27. Oktober. Am Triumphbogen setzt der 31-jährige Regisseur und Aktivist Grigori Richters den ersten Fuß auf die Champs-Élysées. Der erste Schritt von mindestens 1 Million auf dem Weg zum Brandenburger Tor nach Berlin. Ein symbolischer Marsch mit einem dringenden Appell. Grigori Richters will die elternlosen Kinder retten, die derzeit in Flüchtlingslagern in Griechenland feststecken. Dafür hat er eine Petition ins Netz gestellt, an der man sich beteiligen kann. Begleitet wird Richters von einem 45 Jahre alten VW-Bulli. Der wird die Strecke von über 1000 Kilometern von freiwilligen Helfern gefahren, darunter seine Lebensgefährtin Dolly Ann. Ich war natürlich sehr überrascht, weil das ja ein sehr langer Spaziergang ist, den er sich da vorgenommen hat, von Paris nach Berlin. Aber ich denke, dass die Schlüsselidee dabei sehr stark ist und ich denke, das ist es einfach alles wert. Und ich denke, es ist wichtig, dass man die Kinder da rausholt, weil das die Zukunft ist. Grigori Richters läuft täglich um die 40 Kilometer. Seine Route von Paris führte bislang über Lille und Brüssel, ging quer durch das Ruhrgebiet nach Niedersachsen, über Hannover, Braunschweig und schließlich heute nach Magdeburg. Seine virtuellen Mitläufer hält er mit regelmäßigen Nachrichten auf dem Laufenden. Also sind gleich in Dortmund Stadtmitte, we're in Bochum. Wichtig sind ihm die persönlichen Begegnungen, die Gespräche und die solidarisierenden Autogramme. Ob eine Schulklasse in Brüssel oder Helge Schneider in Mülheim. Seine Unterstützer im Netz kommen aus aller Welt und sind hochkarätig, wie zum Beispiel der Gitarrist der britischen Rockband Queen. Hi, folks. My friend Grig Richters. Hi Leute, mein Freund Grig Richters geht unglaubliche 1 Million Schritte von Paris nach Berlin. Das tut er, um 1000 Flüchtlingskinder zu retten. Wenn ihr mit ihm einverstanden seid, dass wir nicht genug tun, um diese benachteiligten Menschen zu helfen, besucht bitte Grigs Webseite. Bürgermeister und Oberbürgermeister aus 16 Städten hat Grigori Richters auf seinem Marsch durch Deutschland bereits persönlich getroffen. Und ein Etappenerfolg zeichnet sich ab. Hier in Wolfsburg haben alle zugesagt, die unbegleiteten Flüchtlingskinder aufnehmen zu wollen. Also als ich aus Hannover gegangen bin, hatten wir das Problem. Natürlich entscheidet am Ende des Tages die Bundesregierung. Aber wenn natürlich auch über die Bürgermeister und Oberbürgermeister, über den Deutschen Städtetag ein Signal kommt, wir sind bereit zu helfen, dann ist das, glaube ich, ein wichtiges Signal, was auch in Berlin gehört werden wird. Und so zieht Grigori Richters weiter Richtung Berlin. Jetzt macht aber erst einmal Station in Magdeburg und ist bei uns im Studio. Ja, ich freue mich, dass er da ist, Grigori Richters. Herzlich willkommen, Filmemacher und Aktivist, vor allem jetzt in diesen Wochen und Monaten. Mhm. Wie geht es Ihnen heute? Nach wie vielen Kilometern, Grigori? Also ich bin jetzt zu Fuß 850 gelaufen. Und ja, ich habe gerade eben noch mal meine Beine gefühlt. Also das Knie ist schon schmerzt. Ja, also hat schon Spuren hinterlassen, ja, dieser lange Weg. Wie sind Sie darauf gekommen? Was war der Auslöser für diese Aktion? Also seit mehreren Jahren, also mein bester Freund, der ist vor 2 Jahren verstorben und wollte damals in Calais, als das so in den Medien war, 2015, wollte unbedingt was tun. Wir haben es nie geschafft und ich wollte irgendwie immer von meinem Schreibtisch hoch und ein Zeichen setzen gegen Hass, gegen Gewalt und für die Menschlichkeit. Und habe dann Menschen kennengelernt, die in diesen Lagern in Griechenland arbeiten und mir erzählt haben, was für furchtbare Dinge diesen Kindern täglich widerfahren. Und wir zahlen dafür, also wir Europäer zahlen für diese Missstände. Und als Chemnitz, als diese Vorfälle so groß in den Medien waren, habe ich mir gesagt, du musst jetzt was tun. Und wenn du jetzt nicht was tust, dann wirst du es nie machen. Deswegen wollte ich einfach loslaufen. Mhm. Und jetzt sind wir hier. Und jetzt sind Sie erstmal bis hier gekommen. Das ist ganz bewundernswert. Wie haben Sie sich vorbereitet auf diesen Weg? Also es geht ja Step by Step, ne? Mhm. Und Sie sind auch nicht immer nur zu Fuß unterwegs, sondern wir sehen, Sie haben Helfer.
Also erstmal hatte ich die Grippe, das hat schon mal geholfen. Das war kein Helfer. Nein, natürlich nicht. Ja, mein Vater ist, kennt sich mit den Sportthemen sehr aus. Übrigens, Happy Birthday heute. Er hat mir wirklich gute Tipps gegeben, wie ich mich vorzubereiten habe. Und das habe ich dann wirklich 2 Wochen lang, 3 Wochen lang gemacht. Und muss allerdings sagen, mit dem kaputten Knie ist das schon nicht einfach gewesen. Also es hört sich so an, als stände die Mission auf der Kippe. Naja, wir haben jetzt noch, oder ich und der Bulli haben jetzt noch knapp 200 Kilometer. Ja. Das wird schon. Aber vielleicht gibt es ein paar nette Menschen unterwegs, die es ein Stück tragen, die dann die Schritte sozusagen für Sie übernehmen. Jetzt haben Sie auf dem bisherigen Weg schon sehr viele begeisterte Menschen getroffen, auch Menschen, die davon nicht so angetan waren. Aber wir haben es auch gesehen, Bürgermeister von Städten und auch kleineren Orten, die sich mit einsetzen wollen. Wie haben die reagiert zunächst, als Sie da kamen? Also ich hatte ja so eine Erwartung, dass mir sehr viel Negatives gegenübergesetzt wird bei dem Thema, weil das sehr kontrovers ist. Die Städte waren unglaublich offen und unglaublich positiv. Ich habe jetzt 16 Oberbürgermeister und Bürgermeisterinnen in Deutschland getroffen und habe auch eine Zusage für 2000 Kinder. Und es geht ja nur um 1000, also in Anführungsstrichen, elternlose Kinder. Und das erfreut mich natürlich sehr. Also die Städte stehen absolut hinter mir. Und ich hoffe natürlich, dass wenn ich in Berlin ankomme, ich die Zusage auch von der Regierung bekomme. Eben, genau. Wie realistisch ist das denn überhaupt, dass die Bundesregierung da mitspielt? Muss nicht die EU erst gefragt werden oder überhaupt entscheiden darüber? Ich bin ja kein Politiker, ich bin Filmemacher. Ich kenne mich mit dem Thema nicht aus. Aber jetzt über den letzten Monat habe ich viel erfahren, auch über die Politiker, wie sie es mir gesagt haben. Und sie meinen ganz klar, die Städte wollen, die Städte haben die Kapazität. Und die Städte könnten eigentlich die Kinder direkt aufnehmen, übermorgen. Und es ist wohl gar nicht so kompliziert, wenn die richtige Person, und das ist jetzt nicht nur Frau Dr. Merkel, sondern wenn die richtige Person in der Bundesregierung das hört und das Richtige noch vor Weihnachten tut, was für ein schönes Weihnachtsgeschenk wäre das. Aber es gibt auch Familien, die Kinder nehmen würden. Genau. Ich habe knapp 100 Familien jetzt, die sich bereit erklärt haben, allerdings nicht nur aus Deutschland, Pflegefamilien, die knapp 500 Kinder aufnehmen würden. Allerdings ist es nicht so einfach. Die Bundesregierung muss das am Ende entscheiden und die haben natürlich auch, ich sag mal, ein System, wie das dann passiert. Wichtig ist jetzt einfach konkret, diese Kinder, wie auch in dem Beitrag gesagt wurde, sie werden vergewaltigt. Ein Freund von mir, ich habe letzte Woche mit ihm gesprochen, der hat sich wieder versucht, das Leben zu nehmen. Es ist wirklich ein absoluter katastrophaler Zustand. Die EU zahlt dafür und es wäre wirklich das einzig Richtige, vor allem jetzt mit Weihnachten, mit der Besinnlichkeit, zu sagen, wir tun jetzt einfach mal das Richtige, holen die Kinder raus. Und wenn wir dort nicht anfangen, wenn wir nicht mit diesen Kindern anfangen, die keine Eltern mehr haben, die in diesen Lagern verstecken, was können wir denn dann, also wo ist dann der erste Schritt? Das muss der erste Schritt sein. Und das tut ja auch gut, Sie sind ja nicht allein damit, ne, mit dieser Mission. Ja. Sie haben prominente Unterstützung. Absolut. Und Sie erwarten jetzt, dass die Politik sich einmischt, dass wirklich was passiert, dass den Kindern geholfen wird. Wir unterstützen Sie natürlich auch dabei, freuen uns, dass Sie heute hier waren, wünschen auf dem weiteren Weg alles, alles Gute, Durchhaltevermögen, auch fürs Knie und alle, die da noch mitmachen und die Initiative unterstützen und für das Wohl der Kinder vielleicht auch mitlaufen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Den Bus fahren, den alten Bulli. Danke, Gregory Richters, für den Besuch bei uns. Danke.